Sehr schön. Ihr habt also eine Kamera aufgetrieben. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Nun, dürfte ich euch jetzt darum bitten, damit ein paar Aufnahmen für mich zu machen? Ich bin es nicht, die ihr fotografieren sollt. Aber wie ihr wollt. Dann will ich euch mal zu den verschiedenen Zimmern führen. Bemüht euch darum, die unfassbare Energie an diesem Ort einzufangen. Ich ziehe mich dann oben in den Salon zurück und werde dort auf euch warten. Ist das dein Ernst? Du triffst dich also wieder mit ihm? Sein Clan ist mir egal, genauso wie seine Stellung. Ach je. Bist du etwa eifersüchtig? Mach dir keine Sorgen. Wir haben nur geredet. Ehrenwort. Meine Herrin wollte das nun mal. Ist das wahr? Nun, wenn du das sagst. Erinnerst du dich an den Säufer, der aus dem Fenster gefallen ist? Der bekam bestimmt einen Schreck, als er zu sich kam. In other words, it's like this. It's like this. No, no, no. I suppose so. That's not it at all. One way or another. Yeah, yes, that's right. Not at all. Here. It's something like this. Here.
so too. That's what I'm saying. Not that. That's not it at all. Du hast die Ware, aber das scheint ungewöhnlich viel zu sein. Naja, ich habe ein bisschen Vorrat angelegt. Ich dachte, du weißt die größere Menge zu schätzen. Gut. Werde ich mit der Menge erwischt, gibt es Ärger. At all. Das war schief, ja? Yes, yes, that's right. Exactly. So start a... Bald schon habe ich das Geld. Dann bezahle ich und wir beide. Du weißt schon. Ach, es freut mich, das zu hören. Aber woher hast du das Geld? Nun, ich habe ein paar Waren verkauft, die hier sehr rar sind. Nächste Woche bringt mein Schiff noch mehr Waren. Dann bin ich bereit. Denk dran, ich habe noch andere Kunden. Ich kann sie nicht einfach allein lassen, weißt du? Sicher. Du brauchst etwas Zeit, alles zu klären. Ah, Moment mal. Willst du mich nicht einfach begleiten? Was? Ich soll mit dir nach Frankreich? Das klingt gar nicht so schlecht. Nicht wahr? Ich freue mich schon auf Mutters Gesichtsausdruck. Meine Güte, ihr seid aber schnell. Ihr wisst offenbar, wie man mit einer Kamera umgeht. Und nun, zu guter Letzt, geht zum Zimmer am Ende des Flurs. Dort ist ein Mann namens Kogoro Katsura. Er ist ein wenig beängstigend, aber ihr werdet bestimmt mit ihm fertig. Nun, als ich ihn vorhin begrüßte, hat er mich eiskalt angestarrt. Aber bitte, lasst euch davon nicht abschrecken. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass er euch nicht bemerkt. Wie kommen wir an Harris ran? Na los, tragt mir eure Ideen bitte vor. Das Konsulat wird gut bewacht. Da können wir nicht einfach reinspazieren. Doch dann speien sie Rauch. Die schwarzen Schiffe. Oh, die grauen Gießer. Hast du ein gutes Bild gemacht?
Na? Wer bist du? Komm mit in den Garten. Jetzt. Gib es zu. Du bist ein Spitze des Shogunats. Habe ich recht? Ich schlitz dich auf. Es ist soweit, jetzt zeige ich dir meine tödlichste Schwertechnik. Sieh an, wen haben wir denn da? Was machst du hier draußen? Nichts von Bedeutung. Ah. Oh nein. Wollte sich Katsura mit dir anlegen? Du kennst ihn also? Oh ja, ich kenne ihn gut. Das ist der Mann, der mir bei der Suche nach Meister Shoin geholfen hat. Der gute Katsura ist ein alter Schüler und enger Freund von ihm. Er ist unverbesserlich. Vor ein paar Nächten ist er sturzbetrunken und splitterfasernackt herumgetanzt und dann in einen Teich gefallen. Tut mir leid. Ich hatte eine wichtige Angelegenheit zu regeln. Masche! Zurück zu den Getränken! Die nächste Runde geht auf mich! Der Lärm hat mich beunruhigt. Aber wie ich sehe, war das nur ihr und Herr Katsura. Würdet ihr mir bitte in meine Gemächer folgen? Ich möchte euch in etwas einweihen. Oh, ich danke euch. Ein fantastisches Bild. Man kann geradezu spüren, wie das Leben an diesem Ort pulsiert. Also, wo waren wir? Ach ja, beim Samurai, der auf einem schwarzen Schiff kam. Bei meinem letzten Besuch des amerikanischen Konsulats
habe ich etwas Interessantes aufgeschnappt. Dieser Samurai wird anscheinend oft mit dem Konsul gesehen. Ich habe gehört, dass er als Mr. Harris Leibwache fungiert. Und seine Hand soll wohl der Klaue eines Dämons gleichen. Das hat mich auch überrascht. Klingt zumindest äußerst sonderbar. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, glaube ich, dass Kichi recht vertraut mit Mr. Harris ist. Vielleicht solltet ihr euch mit ihr unterhalten. Ihr macht wahrlich wunderschöne Bilder. Ihr könnt es sogar mit Katsura aufnehmen. Gibt es denn irgendetwas, das ihr nicht könnt? Ich habe zwar noch mehr Gesuche für euch, aber fürs Erste solltet ihr den Rest dieser Nacht hier in Ruhe genießen.